Probleme bei Iniesta. Rennen ist gestartet und da geht Zeus Boko an die Spitze des Feldes. Zeus Boko aus dem Stiel und dahinter dann Joline Eelt und da übernimmt es nun Stiel, geht vorbei an Zeus Boko, dann Joline Eelt. Feld geht durch den ersten Bogen. Am Ende ist dran Iniesta, aber das hat man sich natürlich ganz, ganz anders vorgestellt. Also auf Warten. Oh, wer weiß. Pferde sind auf der Tribünengeraden. An der Spitze des Feldes ist Stiel. Und Stiel hat es nicht so eilig. Da ist jetzt ziemlich die Fahrt raus. Da haben sie alle was in der Hand. Zum Beispiel der vor Iniesta, das ist Liar Way, Carl-Johan Jepson mit der 12. Und zurück die zweite Spur nun auf. Und vorletzte da ist Iniesta. Feld geht auf die letzte Runde. Kommando weiter bei Stiel. Stiel, dann außen nun Cumberland in zweiter Position und zweiter Spur an der Innenkante Zeus Boko. Viertes Pferd, das müsste Flash Dreamcatch, Quatsch, das ist die 11 natürlich, Sir Nile. Und auf der Überseite hoffen alle, dass die dritte Spur eröffnet wird. Und Iniesta geht nun zumindest in diese dritte nach einer gelaufenen Runde. Da geht auch Contio nach außen mit Westerbo Europe. Es geht in Richtung Schlussbogen und die dritte Spur rückt hier auch auf. Feld ist sehr, sehr dicht geschlossen jetzt. Im letzten Bogen könnte Westerbo Europe sogar in die vierte gehen. Vorne ist unverändert in guter Haltung Stiel. Stiel ist vorne mit außen Sir Nile. Dahinter ist Westerbo Europe dabei und dann Iniesta, aber die müsste schon fliegen. Ganz außen noch einmal Flash Dreamcatcher. Es geht um die letzte Ecke, die Distanz. Und da kommt in der Mitte der Bahn, da kommt vor allen Dingen auch Westerbo Europe, Iniesta ist dabei, aber es fehlen ein paar Längen. Westerbo Europe geht außen und geht am besten. Westerbo Europe gewinnt dieses Rennen. Dahinter wird es knapp. Sir Nile ist dabei an Iniesta. Ich denke mal, sie war Fünfte, aber da ist sie natürlich ein bisschen unter Wert geschlagen.